So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dirt 3. Wir sind hier stehen geblieben bei dem Höhepunkt dieses ersten Blocks, bei dem Finale. Und was haben wir denn hier noch übrig? Ein Donut-Tutorial. Da schauen wir da doch mal rein. Heute stehen Donuts auf der Speisekarte. Drifte seitwärts, um die Donut-Markierung, um so viele Punkte wie möglich zu erhalten. Alles klar, mit dem Ford Fiesta von Ken Block machen wir das Ganze. Auf der Gymkhana Academy, genau. So, schauen wir mal wieder rein. Länger nicht mehr Dirt 3 gespielt. Also, was heißt länger? Ein paar Tage. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da reißen können. Mit dem guten Fiesta hier. In Battersea. So. Lust auf einen Donut? In der Gymkhana-Welt bedeutet das Wort aber etwas völlig anderes, oder Ken? Ja, es gibt große und kleine Donuts, die zwar unterschiedlich aussehen, aber auf dieselbe Art funktionieren. Du legst einfach einen flüssigen Seitwärtsdrift um ein zentrales Objekt hin. Fahr erst so, als würdest du am Ziel vorbeifahren. Dann wirft das Auto zur Seite, indem du einlenkst und die Handbremse ziehst. Während des Spins hältst du die Nase mit dem Gaspedal und der Lenkung so nah wie möglich am Zentrum. Punkte erhältst du nur an den markierten Gymkhana-Donuts. Sieht schwierig aus, aber du schaffst das schon. Fang an. Okay, also ich habe das Ganze ja schon mal ein bisschen probiert. Ich bin ja schon mal Gymkhana gefahren. Also natürlich nicht in echt, sondern hier. Deshalb sollte das hier jetzt eigentlich, ah fuck, ganz gut klappen. Muss nur gerade mal gucken, da war die Handbremse, genau. So, easy. Und da hinten, den haben wir noch übrig. Den kleinen hier. Jawohl. So. Dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir hier rausholen können. Ah, fuck. Ein bisschen langsam. So klappt das doch. Sehr schön. Nochmal in den großen rein. Ah, scheiße. Bin ich ein bisschen zu weit nach außen gekommen. So klappt das. Nicht so gut. Dann versuchen wir wieder den kleinen. Ach, Mann. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Dreh wieder raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir immerhin noch Silber bekommen. War schon mal ganz gut für den ersten Versuch. Dann schauen wir mal, was es hier noch so zu erledigen gibt bei der Gymkhana Academy. Aber die ist jetzt wahrscheinlich vorbei, denn wir haben gerade die Trophäe dafür bekommen. So, da müssen wir eigentlich bald mal so einen neuen Würfel hier freischalten, oder? Christian und Ken sagen, du hast das Gymkhana-Training wie ein Profi gemeistert. Klasse! Dann zeig jetzt, was du kannst. Zum Abschluss der Saison habe ich dich für ein Gymkhana-Event angemeldet. Wie könnte man eine Saison schöner beenden? Du bist bestens gerüstet. Jetzt setz dem Ganzen die Krone auf. Du musst unter die Top 3 kommen, um dich für die nächste Saison zu qualifizieren. Enttäusch mich nicht! Alles klar, dann gucken wir. Die ultimative Ausdrucksform im Motorsport. Frisch, neu, laut und schillernd. In seiner Anfangszeit hatte Gymkhana nichts weiter als ein paar Pylonen auf einem Parkplatz zu bieten. Heute präsentiert sich der Sport als Megaspektakel in eigens errichteten Arenen vor einem durchgeknallten Publikum. Die besten Fahrer aus aller Welt wollen sich verewigen und die Fans zum Ausrasten bringen. Bei Gymkhana dreht sich alles um Ausdruck und Persönlichkeit. Zeig, was du kannst, dann gewinnst du Fans fürs Leben. Das wird dir gefallen. Okay, wir versuchen also unter die Top 3 zu kommen beim Gymkhana Final. Und ja, was haben wir denn hier zur Auswahl? Ich würde natürlich sagen, dass wir den Ford Fiesta Gymkhana 3 nehmen. Mit dem komme ich eigentlich am besten zurecht. Der hat jetzt hier die Lackierung von Koni Motorsport. Aber das macht ihr nächstes Jahr dasselbe Auto unten drunter. Und dann müssten wir das hier eigentlich
einigermaßen gut beenden können. Ob wir unter die Top 3 kommen, müssen wir mal abwarten, aber ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Eigentlich wäre ich ja in echt auch mal gerne bei so einem Gymkhana-Event dabei. Also als Zuschauer natürlich, als Fahrer hätte ich da keine Chance. Aber jetzt wird's ernst. Du nimmst an einem Freestyle-Gymkhana-Event teil, wo du sämtliche Tricks kombinieren musst. Diese Events sind vor allem eine Riesenshow für die Fans. Begeistere die Leute. Dann erhältst du Multiplikatoren und kannst deine Punktzahl sogar verdreifachen. Ken, wie kriegt man die Fans auf seine Seite? Also, es gibt drei wichtige Dinge, die du beachten musst. Erstens, vermeide Leerlauf. Und zeig die Tricks so schnell hintereinander wie möglich. Zweitens, wiederhole dieselben Tricks nicht zu oft, sonst wird's langweilig. Drittens, bau keinen Unfall. Blechschäden bedeuten mangelnde Kontrolle. Wenn du unterwegs bist, wirst du alles verstehen, was wir trainiert haben. Keine Angst und viel Glück. Wir feuern dich an, Kumpel. Zeig ihnen eine Show, die sie nie vergessen. So, jetzt wird's also ernst. Wer das Let's Play Together mit Erik gesehen hat, der kennt diese Strecke ja schon. Da haben wir nämlich ein bisschen Gymkhana gezockt auf der Strecke hier. Dann schaue ich mal, ob ich denn das noch so drin habe. So, dann nehmen wir hier erstmal den Jump mit. Und hier... Ah, scheiße, gegen die Wand gefahren. Mann, hier muss ich erstmal wieder reinkommen. So. Hier den Donut können wir mitnehmen. Und jetzt nochmal. Uiuiui, hier den kleinen Sprung. Boah, das Auto ist doch irgendwie ein bisschen schwierig unter Kontrolle zu halten. Das hatte ich irgendwie ein bisschen. Ah, fuck. Einfach in Erinnerung. So, hier den Dings hatten wir noch nicht. Den Spin hier. Sag mal, was ist denn los heute? So, jetzt aber. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt hat er ihn erkannt. Sehr gut. Oh, unsere Tür ist ab. Bin gar nicht abgefallen. Boah, Mann, was ist denn heute los, ey? Auf dem vierten Platz sind wir nur. Ich versuch nochmal den LKW. Ah! Scheiße. Ich glaube, dieser erste Versuch, der wird nicht wirklich gut. Jetzt sind wir zwar Zweiter, aber da habe ich schon deutlich Besseres geschafft. Das war der Hammer. Das muss die ganze Naja, der Hammer war das nicht unbedingt. Hey, du hast dich klasse geschlagen. Ich freue mich schon bald mal gegen dich anzutreten. Ich schätze, ich habe jetzt eine echte Konkurrenz. Ha, das kannst du laut sagen, Ken. Zieh dich warm an. Starke Showpartner. Die Fans sind begeistert und ich bin's auch. Was für ein Saisonabschluss. Du warst unfassbar gut. Ich wusste, dass es richtig war, dich unter Vertrag zu nehmen. Glückwunsch. Alles klar. Da haben wir die Academy also als Zweiter abgeschlossen und Ken sieht sich herausgefordert. Das ist natürlich eine geile Sache. Das wäre aber echt der Hammer, was ich gerade eben vor dem Rennen gesagt habe. Das wäre echt der Hammer, wenn man Ken Block mal in echt erleben könnte. Das wäre echt der Wahnsinn. Wenn er da durch San Francisco seine Gymkhana-Videos macht zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer die kennt. Ich gratuliere zur ersten absolvierten Profisaison. Zur Belohnung erhältst du von DC Zugang zu etwas ganz Exklusivem. Du fährst jetzt in der ersten Liga und hast dir einen fantastischen Bonus verdient. Wir bauen in Battersea ein Trainingsgelände für dich, wo du an deiner Technik arbeiten oder einfach etwas Spaß haben kannst. Der Parking-Lot-Bereich ist gerade fertig geworden. Dort kannst du nach Herzenslust Drifts und Donuts üben. Oh, und schau dir unbedingt den neuen Vierfachsprung an. Okay. Haben wir also unseren eigenen Parking-Lot jetzt? Da schauen wir doch direkt mal rein. Aber da können wir eigentlich auch mal ein anderes Auto noch ausprobieren. Rockstar Energy. Ich
nehme hier mal den dicksten mit 800 PS. Team Falcon Tire Saturn Sky. Den testen wir mal aus. Den habe ich noch nie gehabt in der Slime Motorsport Lackierung. Und dann gehen wir hier mal auf unseren eigenen Platz hier, der uns von DC gesponsert wurde. Und schauen uns den neuen Vierfachsprung an. Oder wie das gute Ding hieß, was er gerade erwähnt hat. Das ist ja mal ein Teufelsgerät hier. Das. Hier im Parkinglot-Bereich ist der Asphalt schnell und die Sprünge sind hoch. Jede Menge Platz, um Highspeed-Drifts, Donuts, Spins und Flugeinlagen zu trainieren. Und lass dir den endgeilen Vierfachsprung nicht entgehen. Möge der Spaß beginnen. Willkommen auf der Parkinglot. Oh ja, da sind diese komischen Tunnels hier links. Dann schauen wir uns hier mal um, würde ich sagen. Uiuiui, hier haben wir also einen großen Spielplatz. Und zack. Man hat direkt schon mal hier so ein Paket gefunden. Ah, fuck. Scheiße. So wollte ich das nicht machen. Jetzt bin ich genau an diesem Dirt 3 Logo hier vorbeigefahren, das ich eigentlich einsammeln wollte. So, jetzt aber. Zack. Und jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen Anlauf. Und fetzen mal da rein, würde ich sagen. Ach, fuck. Ich dachte, der könnte mal reinspringen. Was haben wir hier denn noch so? Hier haben wir ja jetzt keine Zeitbegrenzung, wenn ich das richtig sehe. Können wir uns einfach mal ein bisschen hier umgucken. Das Auto hier ist aber auch ein Teufelsteil, ey. So, da ist noch so ein Dirt 3 Logo. 3 von 9. So, hier haben wir überall Donut-Möglichkeiten. Hier ist die Map zu Ende. Ah, da ist aber noch so ein Dirt 3 Logo. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir so einen Container. Mal auch durchfahren. Überall Donuts, da sind noch so diese komischen Schilder da. Da ist noch ein Logo. Bekommen wir da irgendwas, wenn wir alle Logos finden? So, wenn wir jetzt das Ding mal... Ah, fuck! Ich wollte mir das Teil im Rückwärtsgang holen, aber... Boah, das Auto hier ist so auf den Drift ausgelegt, das kann man fast nicht normal fahren. Scheiße, ich versuch's mal von der anderen Seite. Da kommen wir doch sicherlich irgendwie da drauf, oder? Ja genau, da ist doch so eine Rampe. Zack. Haben wir das gute Ding. So, hier waren wir schon. Boah, ist ja mal assi, hier in diese Container reinzukommen. Ne? Die sind ja mal so eng. So, was habe ich denn jetzt noch übersehen? Das arme Auto. Da ist noch ein Zeichen. Wow! Fuck. Gut, dass das alles nur simuliert ist. Und nicht in der Wirklichkeit. Sonst wäre ich jetzt schon ein paar Mal draufgegangen. So, mit Vollspeed. Zack, durch den Container. ja, vielleicht finden wir hier irgendwo noch so ein Symbol. Ansonsten haben wir jetzt das meiste schon gesehen, würde ich mal sagen. Ja, ich denke mal,
Das meiste. Ah, da ist noch eins. Sehr gut. Uns fehlen noch zwei Stück. Kann man echt nicht da rein. Das sieht so aus, als könnte man da in das Haus reinspringen, aber ne, ist zu weit. Oh, hier ist so ein, wie in den Videos von Ken Block, so ein sauenger Platz, um so ein Dings zu machen, hier. Genau so. Boah, aber hier ist, hier hat man so viel Anlauf, dass man an den ganzen Stationen mal viel zu schnell ist. Wow, ich habe da gerade noch ein Symbol gesehen. Da ist es. Fehlt uns nur noch ein einziges verborgenes Paket. Das müssen wir doch eigentlich auch irgendwo finden. Mal gucken, was wir dann bekommen. Wahrscheinlich nur ein Achievement oder sowas. Aber hier hat man so viel Anlauf. Ey, guckt euch das mal an. Da kann man das Auto gar nicht mehr unter Kontrolle halten und in so einen Spin hier reinbringen. Das ist viel zu schwierig. So, gucken wir mal hier. Ist auch nichts. Na, der fährt hier mit 200 Sachen. Kann hier die Rampe hochfahren. Ey, boah, guckt euch das an. Da schafft man ja überhaupt keinen Stunt mehr. Der nicht tödlich ausgeht. Ist hier irgendwo noch so ein Symbol? Ah, jetzt sehen wir aber mal unseren Fahrer. Hey, guck mal hier. Der schaltet sogar. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. So. Hier liegt noch unser Stoßdämpfer. Aber ein Symbol ist hier auch nicht. Kisten können wir kaputt fahren. Aber das ist auch nichts. Da hinten waren wir schon. Ich würde jetzt gerne dieses eine blöde Symbol noch finden. Boah, wie viele LKWs sind denn das hier, ey? Stehen drei Anhänger hintereinander. Da versuche ich jetzt mal drunter durchzudriften. Oh, und zack. Jawohl, genau so. Sehr schön. So, haben wir hier irgendwo noch einen Sprung vergessen oder sowas? Eigentlich nicht. Den können wir auch in die andere Richtung nehmen. Aber dafür waren wir jetzt ein bisschen zu langsam. Ansonsten. Oh Mann, scheiße. Ich finde das letzte Symbol nicht. Oh, fährt der 50 im Rückwärtsgang. Oh, fuck, auch zu kurz. Mist, ich will euch jetzt hier nicht langweilen auf dem großen Parkplatz hier. Denn ich finde das letzte Symbol nicht. Wahrscheinlich habe ich es schon irgendwo. Da ist es! Jawohl! Sehr gut, ich wollte gerade aufgeben. Aber da haben wir es gefunden. Ja, super, was bringt mir das jetzt? Jetzt habe ich alle 9 gefunden. Missionen. Ah! Parking Lot, verborgene Pakete. Zerstöre alle DC-Blöcke. Dreifach spinnen in Plastikblöcken bei der Power Station. Slalom mit mindestens 48 km zwischen den Laternenmasten. Wo sind denn hier die Laternenmasten? In welchem? Die hier? Ne, welche Laternenmasten sind denn da gemeint? Stehen doch nur die zwei da, oder? Versuchen wir da mal einen Slalom. Ja, und jetzt? Ne, hier müssen irgendwo noch Laternenmaste stehen. Da stehen noch welche. Die sind wahrscheinlich gemeint. Boah.
Wie stand da mit mindestens 48? Haben wir hier keinen Tempomat? Das wäre jetzt sehr praktisch. So, dann versuchen wir das Ganze mal. Jawohl, Laternenslalom, da haben wir ihn geschafft. Dann haben wir noch die Mission, alle DC-Blöcke zu zerstören. Da haben wir ja ein paar schon getroffen. Gehe ich mal gucken, ob hier noch irgendwo welche rumstehen. Ne, das ist, hier ist kein Block, das ist nur so ein grüner Absperr-Dings. Wie heißt das Teil? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So, wo sind noch die DC-Blöcke? Hier ist nix. Die sind doch nur da. Da haben wir alle schon kaputt. Da steht noch einer. Ah, das waren schon alle. Okay, Blockbuster. Sehr schön. Was haben wir noch für Missionen? Oh, das sind einige. Uiuiui. Ja, okay, die mache ich jetzt nicht alle. Keine Angst. Dreifachspin in den Plastikblöcken bei der Power Station. Ja, da waren wir ja schon. Dreifach. Ach, das ist hier. Ist einer von euch zufällig hier Apecrime-Zuschauer? Denn diese Mission hier heißt Schleudergang. Von den Like a Boss-Videos von Apecrime. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Schleuderbahn. Wo ist denn hier die Power Station? Soll das hier das Ding sein? Dreifachspin. Eins. Zwei. Drei. Schleudergang. Sehr schön. Geil. So, eine Mission machen wir noch, würde ich sagen. Dann reiche ich das erstmal. Dreh dich im Sprung um 180 Grad. Meine Fresse, wie soll das denn gehen? Dann nehmen wir mal am besten hier diese große Sprungschanze in der Mitte. Moment, fahren wir mal schön vorne dran. Ich glaube, hier haben wir mehr Anlauf als von der anderen Seite. Und jetzt Vollgas. Hui! Ja, hallo, das war noch 180 Grad, Mann, scheiße. Suchen wir es mal von der Seite hier. Schleuderung. Und. Ah, fuck. Zu spät gebremst. Ich muss ja hier die Handbremse reinhauen dann. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Einen Versuch machen wir noch. Ah, fuck. So, jetzt. Und Vollgas drauf zu. Hallo? Das waren ja wohl 180 Grad. Meine Fresse. Wie viel soll man sich denn dann noch drehen? Aha, da haben wir es geschafft. Sehr schön. Zwar nicht so toll gelandet, aber die Mission hinbekommen. Das Auto sieht aus wie neu. Und das soll jetzt erstmal reichen. 80 Missionen gibt es hier. So, okay, dann gehen wir mal zu aufgeben, beziehungsweise beenden. Okay, 10 Kilometer gefahren, 600 Meter gesprungen. Sehr gut. So, dann würde ich mal fast behaupten, der Part wäre an dieser Stelle zu Ende. Wir sind schon über 20 Minuten, das ist schon ein relativ langer Part. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.